So, da sind wir wieder. Wie kriegen wir denn jetzt Feuer in den Ofen? Nehmen wir erstmal eine Konservendose. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Ja, das sieht doch spitze aus. Tja, Feuer machen. Holz in den Ofen. Klingt doch schon mal. Lilly hatte Oh. das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Ja, und zum Anzünden haben wir was, oder? Zigarette. Jawohl, so geht das auch sofort, wenn man eine Zigarette an Holz hält. Das flackert und flammt einfach nur so. Mann, unglaublich. Gut, der Ofen ist an. Ja, die Tür ist leider weg, komischerweise. Aber das wird schon reichen, ne? Wir gehen wieder nach oben zum Schulteich und dann sagen wir der Doris, was alles gelaufen ist, dass der Ofen an ist und dass wir schön Taubengeschmack für die Oberen haben. Dann passt das schon. So, hier sind Gnome, Vögelchen, ein Adler, sonst nichts. Also wieder ab ins Kloster zu Doris. Doris, wir haben eine Dose mit Futter, Essen, nicht Futter, ist ja für die Oberen. So, Konservendose, Doris. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Mann, ist die aber auch aggressiv. Müssen wir Lilly nicht noch wollte sagen, dass wir Doris den. nicht weiter Okay. stören. Die Kantinenfrau hatte alle Hände damit zu tun, das Essen für die Oberin zuzubereiten. Und es waren große Hände. Okay, gut. Ich dachte, wir müssten noch Bescheid sagen, dass der Ofen an ist. Müssen wir offenbar nicht, aber was wir machen müssen, ist mit dem Poki sprechen. Da stellen wir uns mal in die Mitte, damit wir gut zuhören können. So, da steht die Lili. Die arme Seneca. Da bekommt sie das erste Mal in ihrer langjährigen Historie als Dedelic-Geräuschmacher, denn sie hat für diverse Spiele von Dedelic das Sounddesign gemacht. Sie arbeitet nämlich bei Periscope, unserem Tonstudio, unserem Leib- und Magen-Tonstudio, mit dem wir seit Firmengründung zusammenarbeiten, beziehungsweise hat da noch dort gearbeitet. Mittlerweile hat sie sich in Richtung Spieleentwicklung und eben Sprecherei weiterentwickelt. Also hier hatte sie ihre allererste Hauptrolle in einem Spiel mit Lilly und durfte nichts sagen. Sie hat übrigens schon früher für uns gesprochen, also nicht nur Geräusche gemacht, sondern auch ihre Stimmkünste zur Verfügung gestellt. Allerdings war es dort die Raupe Spot. Tatsächlich hat sie bei Whispered World Spot gesprochen. Auch dort kam ihre Stimmbegabung nicht wirklich zum Zuge. Und deswegen kann ich in diesem Raum einmal ganz fröhlich behaupten, dass sie sich endlich einmal austoben durfte. Nämlich hat sie nicht nur die Rolle der Lilly in diesem Spiel gesprochen, sondern normalerweise macht man das nicht, dass man den Sprecher der Hauptrolle noch eine weitere einsprechen lässt. Aber in diesem Falle ging das wohl, weil Lilly kommt ja, wie gesagt, nicht so richtig zu Wort, sondern auch nämlich die Doris. Wer hätte es gedacht? Nein, tatsächlich ist die Sprecherin von Lilly und die Sprecherin der Doris ein und dieselbe Sprecherin und Seneca Compart. Und das muss ein seltsames Gefühl sein, mit sich selbst zu sprechen. Und ich denke, wenn man es weiß, dann kann man halt auch die Ähnlichkeiten auch charakterlich durchaus erkennen. Die Schulkantine für euch. Genießt es. Dieser stimmliche Befreiungsschlag kam übrigens so gut an, also so gut an, vor allen Dingen bei unserem befreundeten Let's Player namens Gronkh, der unser Spiel gespielt hat und so quasi neuen Leuten zugänglich gemacht hat.
dass er so begeistert war, dass er angeboten hat, die Rolle der Doris für diese Special Edition nochmal neu einzusprechen. Das heißt, in dieser Version hört ihr möglicherweise, ich weiß gar nicht genau, wie sie es einbauen, ob man es hin und her schalten kann oder ob es grundsätzlich so ist, hört ihr den Gronkh als Doris, beziehungsweise als Boris, dem männlichen Gegenpart zu Doris oder wie auch immer. Und ebenso wie Seneca durfte er auch an seine sprachlichen Grenzen gehen, an seine stimmlichen und sich hier nach Lust und Laune heiser schreien. Entscheidet selbst, wer lauter schreit. Wenn ihr in dieser Version die Originalstimme von Doris nicht hört, kauft euch nochmal das Original. Das ist Pflicht. Ja, da hat der Pogi das direkt angesprochen, dass wir ja hier in unserem Spiel den guten Gronkh hören. Ich werde auch jetzt nicht mehr umschalten auf die Original-Doris. Wer das tun möchte, darf sich gerne andere Let's Plays zu diesem Spiel anschauen. Passenderweise wäre das natürlich dann der Gronkh. Der hat ja noch mit der Doris, also mit der Original-Doris, gespielt. Gut. Das Essen ist vorbereitet und sollte oben bzw. auf dem Weg nach oben sein. Das heißt, wir gehen auch mal hoch und geben der Oberin ihren Braten bzw. der Katze den Braten. Lalalalalala. Taps, taps. Ich könnte natürlich auch schnell gehen. Und da war ich zu schnell. Im falschen Raum nämlich. Mist. Da hoch muss ich. Na los, lauf. Und dort? Nein, hier müssen wir, glaube ich, noch was machen. Da kommt der Poki noch nicht zum Einsatz. Ins Büro der Oberin. So. Das Essen steht im Speiseaufzug. Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Na klar. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Alles klar. Machen wir. Da, 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 da. Gut, wir nehmen den Braten. Zack. Und dann geben wir natürlich den Braten für die Katze auch in den Futternapf. Platsch. So, guten. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Na, Mist. Na gut, nehmen wir den Braten mal wieder mit. Können wir den der Pflanze einfach geben? Ist er ja weg. Dann haben wir ja die Katze gefüttert, ne? Oh. Das hat geklappt, aber die Pflanze... Ah, sie bewegt sich wieder. Okay. Ja, jetzt schmeißen wir einfach den Teller wieder rein. Plönk. Oh, da ist auch schon das Essen. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Kotz. Okay, gut. Das stellen wir dann der Oberin auf... Nein. Auch wenn die lustige Blume das anders sah. Sie hatte vorerst genug zu essen bekommen. Okay. Ja, dann der Katze alt, ne? Wenn man das nicht auf den Tisch stellen kann. Ihr Lumpi. Guten. Aha. Taubengeschmack? Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Aha. So, hochgeklettert. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Okay, da haben wir doch glatt eine Idee, ne? Oder? Können wir das verbinden? Offenbar schon. Können wir das anziehen? Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Okay. Können wir das so loslassen? Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Ach so, wir haben es angezündet. Alles klar. Oh. Okay. Nanu, wie ich sehe,
hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Ja. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Nee, und jetzt raus mit dir. Alles klar. Okay. Gut, dass die Taube weggeflogen ist, sonst hätten wir richtig Ärger bekommen. Musste das Bild dahin? Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. Oh, die gutherzige Mutteroberin. Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Taube. Ja, ja. So ein friedliches Tier. Eine Friedenstaube? Genau. Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Ja. Oh Herr, ich danke dir. Ich... Ups. Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Oh. Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Warum? Was ist denn los? Lalala. Lalalala. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Was? Was ist das für eine Wendung in diesem Spiel? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Ich weiß nicht, ob wir nochmal wiederkommen. Wir gucken uns in dem Screen den Poki an und dann beende ich auch schon die Aufnahmerunde. Ich hoffe nämlich, dass ich dann ein bisschen auf Kommentare eingehen kann, sollten sie denn kommen, wenn ich kürzere Aufnahmerunden mache. Insofern Poki und dann ist Schluss für heute. Die Idee zu diesem Raum war, glaube ich, die optisch allererste Idee, die ich für das Spiel hatte. Und ich habe auch noch eine ältere Version von Garretts Geheimzimmer, die sich noch komplett von diesem Screen hier unterscheidet. Die sieht vollkommen anders aus. Ist halt eher so ein holziges, staubiges Zimmer, wo ich ganz viele angepinnte Insekten in Bilderrahmen an die Wand geheftet habe. Einfach um halt irgendwie die Unheimlichkeit dieses Charakters ein bisschen zu unterstreichen. Die Idee mit den angepinnten Insekten kommt allerdings aus einem alten Versuch, ein Drehbuch zu schreiben für einen Film, den es niemals hätte geben können, den ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vor vielen, vielen Jahren habe ich dieses Drehbuch geschrieben und habe den Hauptcharakter halt im Zimmer wohnen lassen, wo er halt irgendwie Insekten an die Wand pinnt, und hatte letztlich entschieden, dass ich diese Idee einfach nicht hier einfach so quasi verfeuern möchte. Weil ich gar keine Möglichkeit gefunden habe, die richtig zu betonen. Ja, dieser Grusel von den an die Wand gehefteten Insekten bleibt uns hier also noch erspart. Und ich habe den noch quasi in petto für kommende Sachen, wo ich die vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken kann. Trotzdem ist dieser Screen, dadurch, dass es eben eine meiner ersten Ideen war, dass wir uns in einem geheimen Raum hinter einem Gemälde befinden, ja, noch so früh, dass das hier ein Screen ist, den wir, bevor wir das Game Design überhaupt geschrieben haben, schon mal vorproduziert hatten. Das heißt, ein ganz geübtes Auge könnte erkennen, dass der Zeichenstil hier in diesem Bild ein wenig abweicht von dem Stil des restlichen Spiels und noch ein bisschen mehr in Richtung Edna bricht ausgeht. Nicht viel, aber ein bisschen.
Und ja, das heißt, diesen Screen habe ich gezeichnet, als ich noch überhaupt nicht wusste, worum geht es im Detail eigentlich bei Harveys neue Augen. Und da haben wir den auch schon quasi, es kann sogar sein, dass wir den schon an die Presse rausgegeben hatten. Und danach musste ich halt erst überhaupt überlegen, wie benutze ich diesen Raum, um schließlich festzustellen, es gibt so gut wie gar kein Gameplay in diesem Raum. Sehr schade ist. Man kann keinen Gegenstand mitnehmen. Eigentlich hätten wir ihn gar nicht mehr gebraucht. Aber er war ja nun mal schon mal da. Also haben wir ihn auch benutzt. Gerrits Geheimraum. Schaut euch um. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Gut, Poki. Wir werden uns in der nächsten Folge umschauen. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.